So, wir fahren heute zusammen mit dem Papa los. Der fängt nämlich später an. Und hat man noch Feierabend? Ganz spät. 21, 22 Uhr. Wenn ich komme ich nach Hause irgendwann. Helfen. Helfen. Setz dich hin. Heute ist Papa-Tag, soll ich Papa alles machen. Ja, Papa hat auch die Haare gemacht. Mama! Ja. Und damit dann... Ja, einer, das ist ein ja. Kuh. Das sind Pferde. Die Kühe sind die hier vorne, oder? Guck mal, da sind Kastanien. Da vorne. Ganz viele Blätter, guck mal. Oni? Da ist ein Hund, ja. Der schreit so laut. Da vorne liegen Kastanien, hast du gesehen? Da ist ein Kastanienbaum. Ja. So, wir sind jetzt im Parkhaus mit dem Elias in der Stadt. Was ist da? Auto. Mercedes? Das ist so süß. Mercedes. Wir laufen jetzt zu Teddy. Das ist so schön heute draußen. Wir haben einen Spaziergang. Er hat mir empfohlen, Martha, du musst unbedingt zu Teddy, da gibt es 20%. Dankeschön. Und das mache ich natürlich. Sonne scheint, die Vögel zwitschern, ist recht richtig schön heute. Sonne blendet? Ja. Blätter. Blätter, ja. Jetzt gibt's die. Ja, ist ja cool. 8 €. Ja, mal Plätzchen backen jetzt wieder, okay? Weihnachtsplätzchen haben wir genug. Die haben so schöne Tüten. Hier, zum Beispiel die. Richtig hübsch. Die. Toll, also jetzt ist noch mehr ne, dazu gekommen. Im letzten Mal standen die ganzen Kartons hier. Gibt es hier so eine Tischdecke? So eine 3 €. Das ist Papier. 1,30, 1,80, das ist zu klein. Die sind wahrscheinlich alle so klein. Die Tassen sind ja auch richtig hübsch. Ach, die ist ja süß hier. Die ist süß. Die willst du haben? Ach, die ist auch süß. Mit dem Hund. Ich liebe Weihnachtssachen, habe ich das schon erzählt? Man kann die genug haben, oder? Naja, ich gucke genug. Oh, hier geht's weiter. Ja, halt fest, mein Schatz. Süß. Sergi. Mama. Ja, mein Schatz. Mama. Mama. Und ich erinnere mich, ich wollte für die Erzieherinnen was. Die gibt es auch nicht so. Kleine Häuschen. Oh. Da
Adventskalender. Verschiedene. Toll. So, hübsch hier. Palen. Ich krieg das nicht mit zum Basteln. Das ist süß. Das sind 20% auf alles, ne? Guck mal, Elias. Könnt ihr wieder basteln. Okay? Schön, Papier auch schön. Und bei aller Vorsicht. Was kostet das? 6 Euro. Runtergefallen? Ja. Ich hab noch was. Schaut mal, wenn ihr was verschenken möchtet. Ist auch total süß hier. Lieblingsmensch. Beste Oma, beste Opa, beste Mama, total süß. Voll goldig. Oder die hier finde ich auch total süß. Die Kleinen. Die da. Echt schöne Sachen, ne? Wird man verrückt hier, ein Donut. Das ist süß. Was kostet der? 2 Euro. Das ist süß. 2 Euro. Das sind die 1,55. Die finde ich auch süß. Zwei Euro. Also vom Preis ist echt toll, ne? Wenn man noch 20% drauf gibt. Falls ihr was braucht. Riesendose, 3 Euro. Yummy! Du bist aber lieb. Hm? Ist geduldig. 75 Cent ist auch. Wollen wir es mitnehmen? Ja. Auch schön aus. Okay. Nimm mal mit. Ein Schneemann. Auch toll. Elias isst seine Brezel und jetzt laufen wir noch eine Runde, gell? Ja. Ja. Ich habe das natürlich ausgenutzt. Ich bin wieder zu Hause. Die 20% habe ich schon für Nikolaus was mitgenommen. Ich habe für die 2 Großen schon was gefunden. Ich werde jetzt so langsam sammeln, wo es Angebote gibt. Es war jetzt gut, dass es 20% gab. Das, was ich Selina gewünscht habe, gab es nämlich. Habe ich gleich mitgenommen. Also jetzt gab es die Halloween-Förmchen, falls ihr auch welche braucht, 1 Euro. Dann habe ich Batterien für 2 Euro, ganz viele. Und die schöne Dose hat mit 20% Abzug 2,40 Euro noch gekostet. Richtig gerechnet? Ja, 2,40 Euro voll. Cool, da kann man ganz viele Plätze reinmachen. Dann habe ich diese Kugel mitgenommen, hat mir total gut gefallen. Kann man so in die Mitte vom Weihnachtsbaum hängen. Und für die Erzieherinnen habe ich jetzt diese Häuschen hier, die sind beleuchtet. Und ja, ich glaube, das sind Kirchen, aber ist nicht so schlimm. Ich finde die trotzdem voll süß, so weihnachtlich. Ja, und hier, das hat Elias schon auseinandergenommen, Bastelzeug. Ja. Was ist los? Ja, ein paar Schnäppchen gemacht und die Geschenke habe ich schon. Achso, zeige ich euch ja natürlich nicht, weil wenn die Kinder sehen, dann gehen die da dran. Ich habe es versteckt. So, gleich mal an die Batterien gewechselt hier. Und ich denke, das sieht so schön aus, wenn es so dunkel ist und es regnet draußen. Und jetzt fährt Auto und hier habe ich noch eine Lichterkette reingemacht. Bing. Bing? Ja. Das Set war übrigens kein Schnäppchen im Playmobil Funpark, sondern wir haben sogar mehr bezahlt. Mir wurde das vor kurzem bei Instagram angezeigt. Bei Otto ist das viel günstiger. Ich dachte, wir haben voll Schnäppchen gemacht. Aber Leonie spielt voll gerne damit. Das ist total süß.
Sina hat ja auch total gerne mit Playmobil gespielt. Ja, und hier sind die ganzen kleinen Sachen. Der ganze Schatz. Ich habe mir meine Lieblingsbrötchen gekauft, ne? Lukas macht die auch total gerne. Sonst die anderen nicht so, aber Lukas und ich, wir lieben die. Ich glaube, die heißen Pepebrötchen. Das ist ein bisschen mehr Gewürz. Mal gucken, die, die unten. Ja gut, die ist nicht. Da ist auch mehr Gewürz. Dann nehme ich das. Die sind so lecker. Ach, und die andere Lichterkette ist jetzt hier. Ist auch ein bisschen Beleuchtung. Das Häuschen habe ich von der lieben Zuschauerin bekommen letztes Jahr. Das passt. Stand auch das ganze Jahr hier auf das Häuschen. Das wird heute ein Deko-Vlog. Ich bin die ganze Zeit hier am Rumgucken, wo ich was hinstellen kann. Ich habe jetzt den Kürbis aus dem Wohnzimmer hier hingestellt. Sieht auch schön aus. Ich frage Elias, was machst du? Er sagt putzen. Was putzt du denn, mein Schatz? Was? Gemalt. Oh ja, hast du gemalt. Aber das geht nicht mehr ab, gell? Hat die Mama auch nicht mehr abbekommen. Wir holen bald Leonie ab. Es ist nämlich schon gleich 12:30 und dann machen wir eine Riesenrunde im Wald. Auf dem Feld, weil es ist so schön draußen. Müssen wir ausnutzen. Lukas, dein Häuschen hat auch wieder Batterien. Warte, Mama kommt. Warte, unten. Warte. Ja, jetzt geht's. Die Katze ist eine Autoreinstiegende, da vorne ist ein Kofferraum reinklettert, ja. Da wo mein Laufrad gerade ist. Wir waren gerade auf dem Spielplatz, wie man sieht, und wollten ins Auto einsteigen und eine Katze ist ins Auto gesprungen und wollte nicht mehr raus. Eine Katze. Ja, das war so süß. Die ist reingesprungen und war hinten im Kofferraum. Ja, die wollte mit euch mitfahren, gell? Wollte kuscheln. Das war lustig, oder? So, und jetzt laufen wir eine Runde am Wald noch. Hoffentlich regnet es nicht. Wer schreit denn da so? Hast du gerade zugeschrien? Guck mal, das ist eine Schnecke. Siehst du die? Eine graue. Ja, weiß ich noch. Auslaufen, Mama. Und dann gleich stopp. Gleich sind die Pferde da vorne, müssen wir mal schauen. Und oh. Ach, guck mal da, Elias. Was steht da? Kühe. Guck mal da, ganz an der Seite. Das ist eine kleine Babykuh. Siehst du die? Ja. Bei ihrer Mama. Oh, wie süß. Kann die aber klappen? Ja. Sieht so schön aus hier. Hier würde ich gerne wohnen. Auf dem Feld, am Wald, wie Heidi. Leonie, wie Heidi. Kennst du Heidi? Ja, gell, haben wir angeguckt vor kurzem. Jetzt musst du den Berg hier hoch, schaffst du das? Puh, Mama schwitzt. So, jetzt fahren wir ganz kurz zu Lidl. Milch kaufen, was zum Trinken, Getränke. Und Cornflakes. Und Cornflakes, haben wir nämlich vergessen, ne? So. Da ist eine Baustelle vorne. Da stehen wir schon ewig hier. Hätte ich das gewusst? Kannst du einen Wagen schieben? Einen kleinen. Da gibt es nämlich welche bei Riegel. Hier, halt fest. Einen Chip brauchst du. Aber warte, ja, bis ich Elias rausgeholt habe.
kannst du Cornflakes aussuchen. Wo sind die hoch? Hier. Genug Auswahl, oder? Ich meinte die Zimt. Zimt. Da oben. Da oben? Ach, genau die gibt's hier nicht. Da gibt's keine Zimt. Einmal die. Ja, die. Genau. Das ist für jeden was dabei, ne? So, unser Einkauf kam doch ein bisschen mehr mit. Die Minions gab es hier für 1,79 € voll süß. Dazu Spinat, einfach im Ofen fertig. Und das habe ich auch noch mitgenommen. Haben wir nämlich auch gebraucht. Und wie viel Milch habe ich jetzt? 6-mal, ne? 6-mal Milch. Orangensaft. Und hier verschiedene Getränke. Das hier. Lukas füttert den Kleinen gerade. Und Selina, mein Herz, macht Cookies. So fette Riesencookies. Lecker. Und Essen ist auch schon fertig. Püree und Dinos. Die Cookies sind fertig, sind richtig lecker auch. So. Und Papa müsste auch gleich kommen, schon 16 Uhr. Nach 16 Uhr. Und ich würde mich von euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen und wir sehen uns die Tage wieder. Tschüss.